Wir sind nicht auf Social Media, um Werbung zu schauen. Das hat keinen guten Ruf. Es gibt aber zwei Werbeformate, über die wir tolerieren oder über die wir uns sogar freuen. Ich freue mich so, hier zu sein, seit Tagen so, ja, wann kann es endlich soweit sein? Vor allen Dingen geht es heute um ein schönes Thema, worüber ich am liebsten spreche, Business. Im Speziellen Social Media und Video. Und ich will auch direkt beginnen, und zwar mit einer Regel. Die habt ihr vielleicht schon mal gehört, die 7-12 Kontakte-Regel. Das heißt, man muss 7-12 Mal mit jemandem in Berührung kommen, mit einer möglichen interessierten Person, bis diese in uns investiert. Wer hat von dieser Regel schon mal gehört? Hand hoch. Okay. Für alle anderen, die sich gerade fragen, was für eine Regel? Wenn ihr diese nicht kennt, nicht schlimm. Denn ich bin der festen Überzeugung davon, dass diese Regel definitiv alt ist. Das heißt, definitiv auch nicht mehr aktuell. 7 Kontakte, also diese Regel ist entstanden wahrscheinlich in einer Zeit vor Facebook, Werbeanzeigen und so weiter. Ich behaupte, wir brauchen heutzutage mindestens 30 Berührungspunkte mit einem möglichen Kunden. Und ich will euch daraus jetzt mal meine eigene Regel ableiten, die ich für mich selbst mal festgelegt habe, denn ich rede nicht in Berührungspunkte, sondern in Minuten. Das bedeutet, wir brauchen 30 Minuten von einer Person Aufmerksamkeit, um dann die Hoffnung zu haben, okay, jetzt könnte die Person investieren. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel investiert die? 5 Euro? Dafür brauchen wir keine 30 Minuten. 5.000 Euro wären 30 Minuten knapp. Und ich habe dann für mich einfach gedacht, komm, häng einfach eine 0 hinten dran. Das heißt, 30 Minuten führt zu 300 Euro. Also das ist so die Erfahrung der letzten 12 Jahre. Ich habe über 150 Produkte auf den Markt gebracht. Und das ist so für mich das Verhältnis, das passt. Das bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel 60 Minuten daraus macht, und das ist dann manchmal auch schon ein Webinar, dann ist so Preisklasse 600 Euro, 100 Minuten, 1000 Euro und so weiter. Also das erstmal dazu. Die Frage ist jetzt, wie kommt man am schnellsten an diese 30 Berührungspunkte bzw. 30 Minuten? Und hier kommt Social Media ins Spiel. Mit Social Media ist das super einfach und ich habe eine verdammt gute Nachricht für euch. Wer im Publikum hat irgendeinen Social Media Account, egal ob auf LinkedIn, Facebook, YouTube, egal wo. Wer hat irgendeinen, den er regelmäßig pflegt? Okay, das sind fast alle. Und die Menschen, die euch da folgen, die haben die 30 Kontakte schon gehabt. Und jetzt erkläre ich euch mein Geschäftsmodell. Mein Geschäftsmodell ist das, dass ich keine neuen Leute suche, die kommen so relativ von alleine, weil immer wieder mal 1-2 Follower dazu. Ich biete nur den Menschen was an, die sich schon interessiert haben. Meine Frau hat ein Ladengeschäft. Und wenn eine Person ins Geschäft reingeht, ist das wie ein neuer Follower. Grundinteresse vorhanden und meine Einstellung sagt, wie kannst du die Person gehen lassen? Biete doch dieser Person etwas an. Und ich nenne dieses System Heißakquise. Das gab es auch noch nicht, das Wort, komischerweise. Ich habe mir jetzt die Domain reserviert, heißakquise.de. Weil ich finde das eigentlich sehr cool, weil ich bin nicht gut in Kaltakquise. Aber wenn doch schon jemand da ist und hat Interesse, dann muss ich nur noch anbieten. Und hier kommen Videos ins Spiel. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie einfach das mit Videos ist, dass man mehr Umsatz macht und an mehr Kunden kommt. Die Frage ist, okay, klingt alles cool, aber wie geht das? Normalerweise als Speaker geht man oft so auf Motivation, auf Emotion. Ich gehe immer auf Content. Das heißt, ich baller euch jetzt richtig zu mit Tipps, die ihr direkt umsetzen könnt, die super einfach sind. Ihr braucht 0 Euro Budget und es gibt danach keine Ausreden mehr, nicht mit Videos durchzustarten. Und da das jetzt sehr viel Content wird, werde ich auch gegen eine Regel verstoßen. Ich werde euch am Ende eine Folie einblenden mit meiner persönlichen Checkliste, wo all das, was ich jetzt erzähle, nochmal visualisiert ist in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Da ist sehr viel drauf auf der Folie. Ihr müsst sie dann einfach nur abfotografieren und dann habt ihr den perfekten Leitfaden und könnt heute Abend direkt beginnen. Und wir starten jetzt. Ja, Dankeschön. Wir starten jetzt mit dem ersten Format, das ich euch zeigen will. Und das ist der Vlog, der Vlog, das Videologbuch. Und ich möchte das immer mit dem Fernsehen vergleichen. Der Vlog ist eine Art Dokumentation.
Und jetzt fragt euch bitte mal vom Bauchgefühl, welchen Ruf hat eine Dokumentation im Fernsehen? Einen schlechten Ruf? Oder sagt ihr, nee, also eine Doku, da informieren wir uns, hat eigentlich einen guten Ruf. Und das könnt ihr machen. Und der Ziel eines Vlogs ist es, einen bestimmten Ablauf, eine Timeline festzuhalten. Ein Tag, eine Woche, ein Monat. Ihr filmt verschiedene Schnipsel in einer Reihenfolge Vlog. Ziel ist es, Vertrauen aufzubauen, transparent sein. Wir haben dazu heute einiges schon gehört. Gemeinsamkeiten soll die Zielgruppe entdecken. Das ist das Ziel von einem Vlog. Und das ist wirklich nicht schwer. Ich werde euch da mal ganz kurz ein Beispiel zeigen. Mein Sohn ist heute 12 Jahre alt. Der hat vor 2 Jahren seinen ersten Vlog gemacht. 0 Euro Budget. Was ihr nutzen könnt als Videoschnittprogramm, ist schon auf den Rechnern vorinstalliert, egal ob das jetzt iMovie ist oder eine andere Software. Ihr könnt auch so Tools nehmen wie Adobe Clip oder InShot am Handy. Keine Angst, wie hieß das nochmal? Später kommt die Checkliste, steht alles nochmal drauf. Und damit ist das wirklich ein Kinderspiel. Wir schauen uns mal ganz kurz den Vlog von meinem Sohn, wenigstens den Anfang mal an, dass er ein Gefühl dafür bekommt. Okay, erstmal bis hierhin. Wie gesagt, interne Kamera, Sinn und Zweck ist es hier nicht Profi-Produktion, es ist auch kein Sinn und Zweck, Umsatz zu machen, es ist Sinn und Zweck, den möglichen Interessierten einfach einen Einblick zu geben. Wenn ihr jetzt eine Möbelfirma habt, dann könntet ihr mal zeigen, wie so eine Woche bei euch abläuft. Wer, der Willi, wie er im Lager die Möbel fertig macht, der Harry, wie er sie ausliefert, im Office, was da für eine Stimmung ist. Einfach mal so eine Woche zusammenfassen, dass eure Kunden die Möbel, ja, ihr lacht, da fängt es schon an, ihr lacht ja jetzt schon. Das wird ja noch viel cooler, wenn der Vlog dann raus ist. Und ihr braucht auch nicht denken, ja, aber wen interessiert das denn? Also, probiert's aus. Wenn ihr 0 Views habt, dann könnt ihr das sein lassen. Habt ihr aber nicht. Und wenn es nur ein paar Leute erstmal sehen, ja, das steigert sich, aber ihr werdet sehen, es interessiert die Menschen. Geht nicht von euch aus, in dem Moment, wo euch irgendwo jemand folgt, interessiert es. Und wir machen einen Vlog nicht für uns, wir machen den für die Zielgruppe. Nochmal, Dokumentation, Vertrauensaufbau, transparent zeigen, weil dann funktionieren die nächsten Formate, die ich euch jetzt vorstelle, wunderbar. Und da kommen wir zum nächsten Format. Das ist der Livestream. So, der Livestream entspricht einer TV-Show. Okay, da müssen wir jetzt schon ein bisschen vorsichtiger sein. Bei Livestreams, das ist ein sehr zeitgemäßes Format. Früher bin ich auf Events gegangen, auf Messen, hatte dann einen Stand zum Teil. Am Tag sind ein paar hundert Leute vorbeigelaufen, ich habe Flyer verteilt und habe gehofft, dass da irgendwas entsteht. Heute holst du dein Handy raus und du machst einen Livestream und kannst direkt mit den Leuten reden, dich mit unterhalten. Und ich weiß, am Anfang schauen vielleicht nur 2 Leute zu, vielleicht schauen auch nur 3 Leute zu. Aber ganz ehrlich, das sind 2, 3 Menschen, mit denen ihr reden könnt. Ihr sagt ja auch nicht im Alltag, wenn 3 Leute auf euch zukommen, die Business machen wollen, Moment, ihr seid nur zu dritt, wart mal, bis ihr 50 seid. Machst ihr auch nicht. Das fängt mal klein an, ich empfehle euch ein festes Format und das Ziel ist es, Bedarf generieren. Bedarf generieren und dann auch Umsatz, indem man was anbietet. Das bedeutet, ihr teilt in einem Livestream relevante Informationen. Dadurch entsteht der Bedarf, oh, mit der Person würde ich gerne zusammenarbeiten und dann kann man auch hier und da was anbieten. Jetzt weiß ich, was bei so einem Livestream oft das Problem ist. Oh, ich sehe nicht so gut aus und wenn es nicht so gut wird, was mache ich dann? Es ist ja live. Also ganz kurz, ich bin ja als Fotograf immer noch aktiv, habe das viele Jahre gemacht und das Hauptargument war immer, sorry für die deutliche Aussprache, aber Kelvin vor der Kamera, ich sehe so scheiße aus, das geht nicht. Dann habe ich immer gesagt, pass auf, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, in dem Moment, wo die Kamera hochgeht, ändert sich dein Aussehen nicht. Das heißt, so wie du da aussiehst, siehst du auch im Leben aus. Das ist so, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und
Du gehst ja auch nicht im Alltag, wenn dich jemand anschaut, oh, warte mal, wow, ich sehe gerade nicht so gut. Die gute Nachricht ist, das ist eine verzerrte Wahrnehmung. Es ist eine verzerrte Wahrnehmung, das ist einfach so, da könnt ihr mir vertrauen. Und die zweite Sache ist, man hat Angst, einen Livestream zu machen, weil es könnte ja schief gehen, es könnte ja nicht gut sein. Wisst ihr, wie viele schlechte Livestreams ich schon gemacht habe? Heute ist auch nicht immer jeder gut. Und ich werde jetzt etwas tun. Und es kostet mich auch Überwindung und mein Puls schießt auch gerade hoch. Ich werde jetzt live gehen und werde für euch einen kurzen, schlechten Livestream machen, als Vorlage, dass ihr keine Ausreden mehr habt, von wegen, was ist, wenn er nicht gut wird. Boah. Und bei mir sehen es einige und ich lasse den sogar 24 Stunden stehen. Also der wird danach nicht gelöscht, das bleibt jetzt stehen. Also warte mal, jetzt habe ich ein Bild gemacht vor lauter Aufregung. So, genau, ich stelle mich mal so hin. Ihr könnt es gleich sehen hier mit der Kamera, dass ich live bin. Ihr müsst mir jetzt mal so 20 Sekunden geben, weil die Leute werden jetzt informiert. Ah, der Typ ist live. Und jetzt warte ich, bis die Ersten kommen. Da müsste dann oben so eine Zahl auftauchen, wenn jemand kommt. Da muss man auch manchmal ein bisschen warten, ne? Ah, da, jetzt kommen sie. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu diesem Livestream. Ich wollte, ja, was wollte ich denn überhaupt? Ich glaube, das machen wir irgendwann normal. Ich habe jetzt meine... tschüss. So. Also, ich lasse den wirklich stehen. Ihr werdet den jetzt 24 Stunden anschauen können, falls ihr den sehen wollt. Das Ding ist, bitte nicht nachmachen, okay? Das war nur die Vorlage nach dem Motto, ich glaube, schlechter kriegt ihr es nicht hin. Und nochmal, ich habe früher Tausende von Euro bezahlt für einen Livestream. Ich habe mir damals Ustream geholt, eine Software, dann Upgrade auf Ustream Pro, eine Videokamera, Kabel, Mischpult, 2 Tage Arbeit, paar tausend Euro Ausgaben, dann war ich live für 5 Leute. Und ich so, yes. Und heute holst du einfach nur dein Handy raus, entwickelt ein Format, kündigt es an über Newsletter, gebt relevante Informationen ganz locker und entspannt und werdet darin besser. Es ist ein sehr zeitgemäßes Format, das ich euch empfehle. Und wenn ihr diese 2 Formate nutzt, den Vlog und den Livestream, dann funktioniert auch das 3. Format extrem gut, die Promotion. Vergleichbar mit einer TV-Werbung. Und jetzt überlegen wir uns mal, wie ist denn der Charme einer TV-Werbung? Der Charme einer Werbung. Wir schauen nicht Fernsehen, um Werbung zu schauen. Wir werden davon unterbrochen. Wir sind nicht auf Social Media, um Werbung zu schauen. Das hat keinen guten Ruf. Es gibt aber 2 Werbeformate, über die wir tolerieren oder über die wir uns sogar freuen. Das 1. Werbeformat kennt ihr aus dem Kino. Ihr geht ins Kino, seid schon ein paar Minuten vorher da und am Anfang kommen die Trailer. Ja, das ist Werbung, die ist schön. So, und genau dieses Format empfehle ich euch auch, macht einen Trailer zu einem Produkt, zu einem Event, zu einer Dienstleistung. Und ihr fragt euch jetzt, ja, aber Kelvin, das ist doch hochwertiger Videoschnitt. Das war es mal. Natürlich ein exklusiver Trailer, den kann man sich auch mal gönnen. Aber es gibt so viele Vorlagen im Internet. Alles, was ihr tun müsst, Videoschnipsel, alle packen, in diese Vorlage rein, Texte austauschen und denken, boah, was kommt da raus? Ich zeige euch mal einen Trailer zu einem Event. Das Event ist schon vorbei, das war letztes Jahr. Achtet mal auf die Videosequenzen. Die sind nicht, da sind sogar Handy-Videosequenzen dabei. Aber wenn das alles in einem Guss ist, du nur noch austauschst und das fängt schon mit iMovie an, da gibt es Trailervorlagen oder die Plattform VideoHive, Fiverr, blende ich euch später nochmal ein, dort bekommt ihr die Vorlagen. Schauen wir mal ganz kurz einen Trailer an. Reicht schon. Das war eine Vorlage, die war schon mit Musik fertig. Texte austauschen, Videoschnipsel reinziehen und dann funktioniert das. Also ihr braucht nicht diesen mega exklusiven High-End-Trailer. Den kann man sich ab und zu mal gönnen. Aber das ist eine mega Möglichkeit. Und dann gibt es noch eine Promotion, die toppt alles. Und da spreche ich aus Erfahrung, die toppt alles. Und diese Art der Promotion zeige ich euch jetzt.
das beste Promotion-Format, das man anbieten kann, was jeden Trailer toppt, ist eine authentische Nachricht an seine Community, an mögliche Interessierte. Das heißt, du stellst dich vor ein großes Fenster, hast ein tolles Licht, holst dein Handy raus und erzählst darüber, worüber du begeistert bist, was du den Menschen anbieten willst, warum du es anbieten willst und was sie tun müssen. Dass sie klicken müssen, dass sie eine E-Mail schreiben sollen und so weiter. Und dieses authentische Promotion-Format toppt wirklich alles, was die Conversion angeht. Und solche Videos kannst du am Handy erstellen und am Handy schneiden. Genauso habe ich das auch mit diesem Video gemacht. So, dieses Format ist gerade in der heutigen Zeit das Wertvollste. Ihr braucht keine perfekte Ausleuchtung, ihr braucht hier nicht irgendwie euch in Schale werfen, sondern einfach nur authentisch sagen, was Tolles ihr habt und dass ihr euch eine Zusammenarbeit wünscht. Ob das jetzt eine Dienstleistung ist, ob das jetzt ein Produkt ist oder was auch immer. Aber was ganz wichtig ist, ist die Kombination. Ich werde immer oft gefragt, ja, aber Kelvin, wie oft sollte man denn promoten? Dann sage ich immer so, ja, jedes vierte Mal. Also ihr gebt erstmal viel Content über einen Vlog, das ist wirklich das wichtigste Format. Ihr könnt es auch gerne abwandeln, dann ist es kein Vlog, dann sind es eben Stories, wenn ihr diese nutzen wollt. Aber ein Vlog ist wirklich was Tolles, okay? Und dann lernt man euch kennen und dann will man ein bisschen mehr. Das ist die Grundlage. Danach kommt das Livestream-Format, jeden Mittwochabend 18 Uhr oder jeden Montagmorgen um 10 Uhr. Was steht an oder was ist diese Woche passiert? Woran arbeiten wir im Unternehmen? Was sind die nächsten Schritte? Was kommt Tolles? Was machen wir demnächst besser? Was sind unsere Werte und so weiter? Schöne, tolle Informationen mit einem Handlungsaufruf. Und wenn dann eine deutliche Promo dazwischen kommt, da brauchen wir auch überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Ja, ich habe es gesagt, viel Content. Jetzt denke ich, okay, super, aber ich konnte mir das nicht alles merken und deswegen gibt es jetzt wie versprochen meine Checkliste. Please take a picture. So, fotografiere das mal ab. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz in der Zeit. Oben seht ihr immer das Ziel. Bei einem Vlog war das Ziel die Persönlichkeit und die Gemeinsamkeiten. Bei den Livestreams Bedarf und Umsatz. Und bei der Promo war es mehr Umsatz und mehr Kunden. Und bitte nutzt diese drei Formate in der Kombination. Es gibt keine Ausreden. 0 Euro Budget. Den Trailer könnt ihr dann irgendwann mal machen, das dauert am längsten. Aber die anderen Formate sind ohne Probleme möglich. Ihr müsst es nur mal testen. Unten habe ich euch noch dazu geschrieben, ein paar Informationen zu dem jeweiligen Format. Und jetzt nochmal was ganz Wichtiges. Ich glaube, gerade in der Zukunft wird dieses Thema Nähe und Persönlichkeit immer wichtiger werden. Und das Thema Video bedeutet, eine Sekunde bedeutet 25 Bilder. 30 Sekunden Videoclips sind 750 Bilder. Das ist 750 mal Nähe, Vertrautheit. Es gibt kein besseres Format, egal ob ihr mitmacht oder nicht. Ich empfehle euch mitzumachen, nicht für euch, sondern für eure Zielgruppe, die freut sich drüber. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Kelvin Hollywood.